Grüß dich, da sind wir wieder. Er ist dein, ich bin der Manni. Servus. Wir machen unsere Holzkrug weiter. Wird das mal eher ein kurzes Video, vermute ich. Die Griffe sind ja durchaus schon gefräst. Samt meine Finger. Wie Sie sehen, bin ich zusammengewachsen. Fingernagel ist noch ein wenig schief. Hofft, der wächst wieder raus. Nun ja, wir machen jetzt mit den Griffen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich bin gerade dabei, dass ich die Blutflecken vom Manni rausschleife. Das halte ich für ein Gerücht, was für Blutflecken. Und wenn die super glatt sind und an unsere Krug perfekt anliegen, weil das kann man mit dem Bandschleifer, wenn man beide Enden gleichzeitig aufsitzt, noch ein bisschen nachbearbeiten, wenn da was fällt. Aber das weißt du einfach mit den Fingern. Schieb die Rundungen, das kriegst du bloß mit den Fingern hier. Genau. Dass das geschmeidig wird. Wir machen ja nachher einen Trinktest. Da müssen die weich sein. Nicht, dass man sie wie ein Schieber erzeugt. Genau. Dann schleift er eine noch ein bisschen und dann pappt man es auch schon hin. Aber wir haben jetzt unseren Bandschleifer wieder eingespannt im Schraubstock. So, eine kleine Session auf dem Bandschleifer. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn das scharf wird. Das ist jetzt hier ringsherum nahezu kein Spalt mehr. Außer vom bisschen Anschleifer, dass halt die Rundung ein bisschen reingeht. Aber er liegt genau plan an. Und zwar auf beide Seiten. Wenn man jetzt da mit dem Dämmer links und rechts schiebt, da wackelt nichts mehr. Das heißt, wir haben zwei sauber plan anliegende Stellen. Dann kann man mit einem Tröpfchen Leim die ganze Verbindung super stabil machen. Haben wir noch einen Leim? Kommt schon. Ihr merkt es, wir ziehen das Video gerade künstlich in die Länge. So, also wir haben jetzt da einen Tropfen drauf und hier einen Tropfen drauf. Und von wegen künstlich in die Länge. Tada. Wir hätten das ganze Schleifen filmen können und hätten wir uns zwei Stunden beim Schleifen zugeschaut. Genau. Was macht er das von unten? Damit redet doch gar nicht. Ja, ich habe zuerst den Leim ein bisschen verteilt, so jetzt. Waren jetzt große Tropfen, war eigentlich gar nicht so geplant, dass die so groß werden. Aber das macht er nicht viel. So ein bisschen ausrichten. So ein bisschen ausrichten. Jetzt machen wir da ganz vorsichtig eine Schraubzwinge. Bitte nicht den ganzen Krug mit Gewalt einzwingen. Das halte ich für riskant. Es gibt zwar gegenseitig Stabilität, die Holzel. Aber wir brauchen nicht viel Druck, wir brauchen ja bloß. Gerade so früh, dass er gut hebt, dass beim Leim wegputzen wir den Griff nicht mehr verschirmen. Wie ihr seht, den überschüssigen Leim putze ich ein bisschen weg. Leim, der keine direkte Verbindung hat, verdunstet, also bringt er uns ja eh nichts. Dann ist schon mal eben fertig. Genau. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Exakto Mitte habe ich. Dann stellen wir den außen hin zum Trocknen und dann haben wir noch unseren etwas kleineren
Im letzten Video habt ihr es eigentlich gesehen, aber ich sage es mal ganz kurz. Wir haben Schiffsbodenparkett und wenn das ab und zu eine schadhafte Stelle gehabt hat, aber zwei Drittel noch gut waren, dann haben wir das Drittel schadhaft weggeschnitten und darum haben wir einen, der wo ein bisschen kleiner ist. Machen wir auch einen Griffi. Aber das habt ihr jetzt schon gesehen in diesem. Extra Vergine, Di Olio, Olivia, keine Ahnung was. Ich nix Italiener. Kann vielleicht der Olivenöl sein. Das wird's sein, jetzt haben wir's. Wir denken jetzt die Krüge mit Olivenöl bearbeiten. Irgendwie kommt man doch drauf, gell? Einfach Olivenöl auf den Lumpen, ein bisschen einreiben. Ich habe jetzt noch den dritten Humpen. Da waren jeweils bloß die Enden schlecht. Deswegen ist der noch mehr Zwischenmaß. Und der kriegt auch keinen Griff nicht, weil das ist eigentlich genau meine Dimension. Für ein bisschen einen Tropfen Mehl zwischendurch. Aber ein Griff hier zum Bauen für meine Bratzen, das ist ja so viel Holz haben wir nicht mehr da. Haben wir nicht da, genau. Aber wisst ihr was? Das ist eigentlich eine Arbeit für den Andi. Andi! Jawohl, dann mach's halt die. Schöner sauber Lumpen nehmen. Das Olivenöl nicht in die Kamera zeigen, sonst fällt meiner Mama vielleicht beim Ohr schon auf, dass das ihr ist. Oder du verzeihst das ihr einfach. Dann einen Tropfen drauf und dann die Außenseiten. Schön einreiben, sieht man schon, wie das Holz das gierig aufsaugt. Und gibt einen schönen Glanz, wird wasserabweisend. Also wasserabperlend, nicht jawohl. Spülmaschinenfest, liebe ja, Leute. Ja gut, gell? So weit also, kommen wir nicht. Es ist immer noch Holzkrug. Und für innen rein, nehmen wir einen Schluckerl. Schwenken den schön und lehnen den Lumpen rein. Einmal komplett durch dran, dass das überall am Rand entlang läuft. Da kommt wahrscheinlich eh schon nichts mehr raus. Ja, das hat sich alles aufgesaugt und dann auch die Restel mit dem Lumpen schön innen drin verstreichen. Kann jetzt bei den ersten zwei Mal drin einen Hauch von Olive haben. Es gibt ein bisschen eine Schärfe, das schaut mir. Olivenöl pur, könnt ihr mal einen Löffel nehmen, das ist scharf im Mund. Aber auf alle Fälle ist gesund. Das sowieso. Und jetzt mit dem am Lappen geht der Rest. Schön außen alles. Aber ich wollte sagen, noch mit dem Kamera. Da kriegt man jetzt wirklich kriegt eine schöne goldene Farbe. Super, super. Dann bleibt jetzt wirklich was noch über, dass wir probieren. Hans sauber drüber, dass es keine Schleichwerbung gibt. Wenn man jetzt da so einen klitzekleinen Tropfen mäht. Zum Probieren kann es lange. So, noch ist die Werkbank trocken. Hoffen wir es doch. In diesem Sinne. Prost. Lass was drin, ich mag auch noch was. Ah, ist kein schlechten mit. 360 Grad Wende. Und Prost. Ein Tropfen oder trotzdem. Du sollst ja gescheit trinken. Unfähiger Lackel, du. Jetzt sieht man da nochmal ein paar so weiße Ränder. Und der Stall hat ein bisschen tropft, da ist wohl der Ast doch durchgegangen. Jetzt haben wir einfach von außen mal geschaut, dass wir ein bisschen einen Leim reindrucken. Die Flasche ist relativ leer, da hat man ein großes Luftpolster dahinter. Hab die angesetzt und hab da reindruckt. Es ist innen ein halber Tropfen Leim zum Sehen gewesen. Wenn der jetzt ausdruckt, dann hofft man, dass es dicht wird. Können wir aber dann erstmal hinprobieren, wenn es durchgekettet ist. Jetzt haben wir unsere kleine Hanna dicht gerückt mit kleinen Reparaturarbeiten. Die anderen haben gerade ihre Olivenölbehandlung gekriegt. Man ist ein Bierholz da drin. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr schaut es beim nächsten Mal wieder rein. Heben wir nochmal schnell hoch. Das ist, also ich habe jetzt vor 10 Minuten eine halbe eingeschenkt und wenn man sieht, da unten ist es noch sauber trocken. Schaut doch super aus. So, Andi, jetzt kannst du dich verabschieden. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Fährt euch! Servus! Prost, Manni!
Hast du einen Zug drauf? Bevor es lacken wird, die halbe. Wir sehen uns, Leute.